Herzlich willkommen zum Marktgespräch auf dem Kanal der Alice Exchange heute am Montag, dem 15. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Die Themen sind skizziert, der DAX zum Wochenstart. Natürlich schauen wir uns den an. Die Airbus kam mit News heute. Quartalszahlen gab es von SAF Holland. Am Morgen habe ich es schon angekündigt. Und bei Philips gibt es Probleme. All das schauen wir uns gemeinsam an mit dem Händler Daniel, den ich recht herzlich hier begrüße. Hallo Daniel. Hallo, guten Morgen Andreas. Ja, den DAX haben wir heute Morgen ja schon fast wieder auf einem Rekordhoch gesehen. Für die Podcast-Teilnehmer blende ich das Ganze hier mal ein, damit wir auch einen Eindruck haben, wovon wir überhaupt sprechen. Die 114 stand im Raum, 16.114, das war das Hoch vom Donnerstag, nur 10 Punkte unter dem Hoch vom Freitag. Insgesamt ist der Markt damit in einer sehr stabilen Verfassung, oder? Ja, so würde ich würde es auch so bezeichnen. Wir können ja auch nicht jeden Tag ein neues Allzeithoch generieren, dann wird es irgendwann schwierig und die Luft auch dünn, würde ich mal sagen. Aber wir bewegen uns, du hast es ja auch schon angesprochen, nahe des Allzeithochs und meine Meinung ist auch relativ gesund. Ne? Wie gesagt, jeden Tag können wir auch keine neuen Höchststände generieren. Auf der anderen Seite, man darf ja auch nicht vergessen, gerade wir in Deutschland, habe ich heute Morgen gesehen, wir haben ja einen neuen Negativrekord, würde ich mal so sagen, einen neuen Höchstwert von der Inzidenzzahl her. Wir liegen ja jetzt über 300 im bundesweiten Durchschnitt. Von daher, das sind daher auch keine positiven Meldungen. Und wenn man mal unsere Nachbarländer anschaut, auch die Niederländer, die bereiten da ja auch neue Restriktionen vor. Von daher finde ich, ist der DAX schon insgesamt in einer sehr starken Verfassung auf dem Niveau, wo wir uns aktuell befinden. Wobei dann ja auch wieder die Aktien spannend sein könnten, die in der Corona-Zeit profitierten. Also seien es Essensdienstleistungen, die entsprechenden Programme, mit denen man im Homeoffice arbeitet oder auch die Technikhersteller, weil die braucht man ja dann. Ja, so ist es auf jeden Fall. Also wir müssen mal abwarten, auch gerade welche politischen Entscheidungen da in den nächsten Tagen oder auch Wochen anstehen. Und sicherlich, also solche Aktien, die muss man jetzt eventuell wieder auf dem Schirm haben. Genau, wir haben erst einmal das große Bild beim DAX auf den Schirm. Da ist gar nicht so viel passiert bei der niedrigen Volatilität. Auch kein Wunder, also weiterhin über der 16.000 stabile Seitenlage, könnte man meinen. Und abheben tut wohl eher ein Unternehmen wie die Airbus. Die hat nämlich eine sehr starke Meldung gebracht. Ganz genau, da hat am Wochenende die Dubai-Flugshow stattgefunden und man kann Erfolg vermelden. Man hat einen Großauftrag an Land gezogen von Indigo Partners. Die haben eine Bestellung abgegeben. Man hat sich geeinigt auf 255 Maschinen des Typs A321neo. Nur kurz zum Hintergrund, Indigo Partners ist weltweit aufgestellt. Ein großes Unternehmen ist zum einen die ungarische Wizz Air, die kennt man vielleicht, gehört dazu. Dann die mexikanische Volaris. Dann gibt es noch JetSmart aus Südamerika, aus Argentinien und Chile. Also man ist da schon weltweit aufgestellt. Und das ist schon, würde ich sagen, ein Paukenschlag, 255 Maschinen. Es gibt da noch weiterhin gerüchteweise noch eventuell einen anderen Deal, den man vielleicht in den nächsten Tagen auch verkünden möchte. Der ist dann mit einer US-amerikanischen Flugzeug-Leasing-Gesellschaft, nämlich Air Lease. Und das könnte die Frachtversion von Airbus betreffen, die A350. Und das sind natürlich starke Nachrichten, die auch dem Aktienkurs Rückenwind geben. Man sieht, man ist am Freitagabend mit 112,20 Euro aus dem Handel gegangen und aktuell liegt die Airbus bei 115,50 Euro, ein Plus von knapp 3%. Und das in dem Markt, worüber wir eben gesprochen haben, da bewegen wir uns ja in einer Seitwärtsrange und das sind schon starke Vorgaben. Noch eine andere Sache, die möchte ich nicht unerwähnt lassen, auch der CEO von Airbus hat sich zu Wort gemeldet und er rechnet damit, dass wir in den nächsten 19 Jahren mit Blick auf 2040 insgesamt bei Airbus einen Bedarf haben,
im weltweiten Luftverkehrsmarkt von knapp 39.000 Maschinen, sowohl Frachtmaschinen als auch Passagiermaschinen. Allein deswegen, aus zwei Gründen, wir wollen die CO2-Bilanz im Luftverkehr reduzieren. Dafür braucht man allein schon knapp 15.000 Ersatzmaschinen, die in den nächsten Jahren wohl auf uns zukommen. Weil ältere Flugzeuge ausgemustert werden, weil die einfach nicht mehr so modern sind. Also die beiden Faktoren, sagt der CEO, sorgen dafür, dass wir knapp einen Bedarf an 39.000 Flugzeugen haben. Das sind natürlich sehr rosige und positive Nachrichten heute Morgen. Ja, da wird die Luft oben dünn, wenn die Flugzeuge nicht mehr gewartet sind und vielleicht eine Fensterscheibe mal rausbricht. Also es ist auch ein Sicherheitsaspekt, sicherlich die Maschinen zu ersetzen. Und bei dünner Luft, da fällt mir noch die Philips ein. Da gab es nämlich eine Meldung über fehlerhafte Beatmungsgeräte. Ja, richtig, genau. Das ist, muss man sagen, keine ganz neue Geschichte. Der Rückruf der Beatmungsgeräte und der Schlafgeräte, die hat schon im Sommer diesen Jahres stattgefunden. Ich glaube, genau genommen im Juni 2021. Aber man hat gedacht, dass man dieses Problem, was auf einen Schaumstoff zurückzuführen ist, gelöst hat. Den hatte man nämlich ausgetauscht in diesen Beatmungsgeräten und hatte auch soweit stand heute Morgen grünes Licht von den FDA-Ermittlern. Allerdings gibt es da jetzt wieder neue Probleme. Man bei einem Test dieser Beatmungsgeräte, der ist negativ ausgefallen und man muss da wahrscheinlich auch mal wieder noch ein bisschen nachbessern beim Schaumstoff. Das sorgt heute Morgen dafür, dass die Philips-Aktie sehr schwach ist. Wir reden darüber, von Freitagabend hatten wir einen Kurs von 41,70 und heute Morgen waren wir kurzzeitig schon unter 38 Euro. Im Moment haben wir uns ein bisschen gefangen bei knapp über 38 Euro, aber die Vorzeichen sind dunkelrot. Die Aktie verliert in der Spitze bis zu 8,5%. Und was die Anleger auch umtreibt, ist halt die Sorge vor eventuellen Schadensersatzansprüchen, die dann in nächster Zeit vielleicht ein bisschen in den Mittelpunkt geraten, weil man darf nicht vergessen, man hört so Beatmungsgeräte, aber die werden von Millionen Patienten genutzt. Also es ist ein relativ großer Markt und da ist man jetzt ein bisschen vorsichtig und geht in der Aktie deswegen heute Morgen auf Tauchstation. Das ist dann auch fast das Jahrestief, also schaut für die Aktionäre, die schon länger dabei sind, gar nicht so gut aus. Deswegen lass uns zum Ende der Schalt auch noch eine sehr positive Nachricht hier mit reinbringen und die kommt von SAF Holland. Genau, man kann da mit positiven Nachrichten aufwarten. Das sind Zulieferer für die Lkw- und Busindustrie. Man hat die Zahlen für das Jahr 2021 bestätigt. Auch das dritte Quartal ist sehr gut gelaufen, was den Umsatz betrifft. Den konnte man steigern um knappe 36% auf 317 Millionen. Fürs gesamte Jahr sieht man den Umsatz in der Spanne zwischen 1,1 und 1,2 Milliarden. Und auch die EBIT-Marge, die im dritten Quartal bei 7,7% war, soll das ganze Jahr über bei rund 7,5% bleiben. Da sind die Anleger sehr zufrieden. Nach einem heute Morgen zum Start von 12,70 Euro, im Moment bei 13,50 Euro, also grüne Vorzeichen hier in der SAF Holland. Und worüber man insbesondere sehr zuversichtlich und froh ist, dass es da keine negativen Nachrichten ist, sind die Frachtraten, die so gestiegen sind und die Stahlpreise, die Rohstoffpreise für die Vorprodukte, die konnte man 1:1 weitergeben und seine Preise durchsetzen. Da hat man ja in den letzten Tagen, wir hatten ja auch hier darüber berichtet, das ein oder andere Unternehmen, Nordex fällt mir da zum Beispiel ein, die konnten die Preise halt so nicht weitergeben und da hatte man eher Gewinnwarnungen. Das heute Morgen ist bei der SAF Holland aber nicht der Fall und das sorgt dann auch für ein bisschen Rückenwind. Deswegen auch die Aktie fast schon am Jahreshoch. Das wird spannend, was an der 14-Euro-Marke, wenn sie dahin kommt, auch passiert. Das war auch schon das Größte, was es an Quartalszahlen gab heute. Heute Morgen hatten wir ja die Nordex, du hast sie eben angesprochen, auch schon porträtiert. Es kommt noch eine Time Warner Music aus den USA, ansonsten gar nicht mehr so viel, aber Wirtschaftsdaten. Wir haben gleich die Handelsbilanz aus der Eurozone, 11 Uhr vor Augen, 14.30 Uhr den New York Empire State Produktionsindex und dann am Abend noch nachgereicht die CFTC-Daten, weil sie eben am Freitag nicht kamen aus den USA, dann kommen sie eben heute. Ja, wir kommen auf jeden Kanal hier zu Wort und zu Bild und zu Ton auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Diese Adressen, die gilt es zu abonnieren, würden wir uns sehr freuen. Und die Hörvariante dieses Interviews gibt es natürlich auch auf Spotify, Deezer, Apple Podcast und Amazon Music. In diesem Sinne ganz lieben Dank an dich, Daniel, und bis bald.
Bis bald, sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Ja.